Woher weiß ein Lokführer, was er alles in seiner Schicht zu tun hat? Ihr stellt mir oft die Frage, woher weißt du eigentlich, wo du hinfährst? Weißt du, wann du Feierabend hast? Ja? Wann fängst du überhaupt an? Wo steht das? Wie oft wechselt ihr die Strecke? Wo stehen deine Fahrzeuge? Woher weißt du, welches Fahrzeug du nimmst? Und so weiter. Das möchte ich alles hier in diesem Video beantworten. Noch ein kleiner Einschub, bevor es jetzt losgeht. Was ich euch jetzt gleich erzählen werde, gilt nur für hier, DB Regio in Ulm und vielleicht noch drumherum. Ja? Lässt sich aber nicht eins zu eins übertragen auf andere Geschäftsbereiche. Achtet da also jetzt bitte drauf. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sich einige das so vorstellen. Da gibt es von mir aus eine Frühschicht, die fängt um 6 an. Und dann treffen sich alle Lokführer früh um 6 auf dem Bahnhof. Und dann kommt der Schichtleiter, der hat so seine Schlüssel bei. Sagt, hier, hast den Schlüssel, geh darüber nach Gleis 8, fährst heute mal nach Stuttgart. Und hier, du hast die Schlüssel, ah, wer will nach Aalen fahren? Hier, hast die Schlüssel, fährst nach Aalen und drüben steht ein Zug. So funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht. Wie geht's dann? Also, wir machen mal ein Beispiel an meiner heutigen Schicht. Heute zum Beispiel habe ich um 11.43 Uhr angefangen. So steht es in meinem Arbeitsauftrag. Warum 11.43 Uhr? Warum diese krumme Zahl? Warum nicht um 12 oder warum nicht um 11? Ja, weil mein Zug um 11.47 Uhr abfährt und ich davor noch ein paar Minuten Vorbereitungszeit bekommen habe. Das rechnet sich dann zurück, deswegen habe ich 11.43 Uhr Dienstbeginn. Ja. Wenn man mich um 11 schon ordern würde, ja, dann wäre ich zwar um 11 schon da, aber dann könnte ich von 11, also was soll ich machen von 11 Uhr bis 11.47 Uhr? Leerlauf oder was? Da bezahlt man mich für nichts. Okay, gerne, aber so läuft das nicht. Deswegen, ja, also wir haben einen Dienstauftrag, einen Arbeitsauftrag, auf dem auf die Minute genau alles aufgelistet ist, was ich in meiner Schicht zu tun habe. Wir können ja mal reingucken, wie sich das so aufbaut. Ich zeige es euch nicht, weil ich glaube, das ist wieder sehr intern, aber wir können drüber reden. Das ist so ein Zettel, da ist oben eine kleine Grafik und drunter eine kleine Tabelle. Und in dieser Tabelle ist alles aufgelistet, was ich zu tun habe. Und oben in der Grafik ist das Gleiche nochmal so ein bisschen anschaulicher dargestellt in einem Zeitstrahl. Ja, so die Zugfahrten und die Handlungen, die ich so zu machen habe. Und heute zum Beispiel fange ich an mit nicht melden. Da steht explizit drin, dass ich mich nicht melden muss und dafür kriege ich auch keine Zeit. Ja, 0 Minuten. Also da könnte jetzt nämlich drinstehen, dass ich mich melden muss. Man muss sich zum Beispiel melden, in Dienst melden, wenn man sowieso in Erfahrung bringen muss, welches Fahrzeug man nimmt und wo das Fahrzeug steht. Da muss ich anrufen und sagen, hier, ich bin im Dienst, ich habe hier Zug so und so, was kriege ich für ein Fahrzeug? So, erste Frage beantwortet, woher weiß ich denn, welches Fahrzeug ich bekomme? Wenn ich mich in Dienst melde, wird mir das telefonisch mitgeteilt. Andere Regionalbereiche machen das mit Apps, wieder andere. Da muss man sich persönlich vorstellen, an der Leitstelle, wir machen es halt telefonisch. Der sagt mir, hier, du kriegst das Fahrzeug 146 210. Wäre sogar richtig. Und die steht hier draußen am Abschlagbahnhof Gleis XY. So, und dann latsche ich dahin. Ja, heute musste ich aber einen Zug im Bahnhof nehmen, der sowieso schon in Betrieb ist. Deswegen muss ich mich nicht melden, weil das kriege ich selber raus, wo der abfährt. Ich habe eine Abfahrtzeit hier drin. Dann gucke ich halt, wie alle Fahrgäste an die Abfahrtstafel und sehe, ja, okay, Gleis 2. So, als nächstes habe ich 4 Minuten, 5 Minuten, 3 Minuten, ein paar Minuten Zeit, um meine Unterlagen anzusehen. Vielleicht hat sich ja was geändert. Ne? Ich kann mal in diese Baustellenübersicht reinschauen und so gucken, ob ich irgendwo langsamer fahren muss. Ich kann gucken, ob ich irgendwelche Weisungen oder E-Mails bekommen habe, die vielleicht noch wichtig sind. Dafür kriege ich extra Zeit und dann kriege ich Zeit für das Übergabegespräch und dann geht's los. Fahrt nach Friedrichshafen in dem Fall. Ist ganz genau beschrieben. Abfahrtzeit, Ankunftszeit, Fahrtdauer und so weiter. Und wenn ich da angekommen bin, kriege ich Zeit zum Wenden. Dann kriege ich Zeit, den Zug wieder vorzubereiten. Dann fahre ich nach Stuttgart, da habe ich wieder Zeit zum Wenden, da habe ich technische Fahrzeit zum Abstellen, dann habe ich Zeit zum Wenden, dann habe ich Zeit, um den Zug vor meiner Pause abzurüsten, dann habe ich ein bisschen Pause, dann habe ich wieder Zeit nach meiner Pause den Zug aufzurüsten, dann habe ich wieder Rangierzeit, dann kann ich wieder an den Bahnsteig fahren. Also es ist alles ganz, ganz doll akribisch und auf die Minute genau aufgelistet, was ich hier so zu tun habe. Und da können auch so Dienste drin sein wie Fußwege. Fußwege sind auch integriert. Ich kriege Zeit, um
zum Beispiel vom Abstellplatz zum Bahnhof zu laufen. Es sind auch Abschlussdienste hinterlegt, wo ich durch den Zug laufen muss, um zu gucken, ob alle ausgestiegen sind. Es sind auch Zeiten hinterlegt, zum Beispiel, wenn ich meinen Zug an Strom anschließen muss, wenn ich ihn abgestellt habe. Ja? Wenn ich keinen Auftrag habe, den Zug an die Zugvorheizanlage zu stellen, dann wird das auch nicht angefasst. Wenn ich den Auftrag habe, dann kriege ich auch Zeit dafür. Das steht alles hier in meinem Arbeitsauftrag drin. Und da steht auch drin, wo ich hinfahre. Ich kann mir das also schon vorher angucken, wo ich hinfahre, weil dieser Dienstplan kommt 2-3 Tage vorher auf mein Tablet. Da kann ich schon reinschauen. Und es gibt auch eine Wochenübersicht, wo ich ungefähr weiß, wie die Schichtlage so ist. Ich könnte also auch schon eine Woche vorher ungefähr gucken, wo ich hinfahre. Mache ich bloß nicht. Ich will mich überraschen lassen. Und außerdem, wenn es mal eine Schicht ist, die ich nicht so mag, dann ärgere ich mich vielleicht schon eine Woche vorher. Das will ich auch nicht. Ja. Kommt zwar selten vor, dass es eine wirklich beschissene Schicht ist. Jeder hat ja so seine Vorlieben. Aber trotzdem, ich lasse mich immer gerne überraschen. Ja. Und wer bestimmt es jetzt, welche Baureihen du bekommst? Und wo ich überhaupt langzufahren habe, so ein bisschen in Abhängigkeit mit dem Betrieb und was benötigt wird. Ja, wenn ich jetzt also in eine Richtung mit der Baureihe 146 nur fahren kann, dann wird man dir die Baureihe 146 geben. Wenn es in eine andere Richtung nur mit einem VT geht, dann wird man dir auch mal ein VT geben. Und je nachdem, wie viele Personale auf einer bestimmten Strecke benötigt werden, wird man die Leute dafür auch dementsprechend ausbilden. Man wird vielleicht nicht Neuling sofort alle Strecken und alle Fahrzeuge geben, wenn es da sehr viele gibt. Ne? Der muss sich ja auch erstmal dran gewöhnen, der muss ja auch erstmal handlungssicher werden auf seinem Fahrzeug und auf der Strecke. Da macht es Sinn, dass man erstmal nur 1, 2, 3 Fahrzeuge bekommt. Ja, ich habe mit 2 Fahrzeugen angefangen, 650 und 628. Damit bin ich erstmal ein Jahr rumgefahren, bevor ich das neue Fahrzeug bekommen habe. Und das war sehr gut. Kann man sich erstmal dran gewöhnen. Und dann kriegt man halt das nächste Fahrzeug und vielleicht noch eine nächste Strecke. So immer so peu à peu kann man sich dann quasi weiterentwickeln. Weiß ich dann als Lokführer im Voraus, wann ich zu arbeiten habe? Und wie lange im Voraus? Eine Woche? Zwei? Ja, theoretisch sogar ein ganzes Jahr im Voraus, weil wir haben so einen Jahresarbeitsplan. Da kann man sehen, an welchem Tag man zu welcher Tageslage eine Schicht reingelegt werden könnte. Da ist so ein Zeitfenster hinterlegt. Ja, das kann man ungefähr dann abschätzen. Das sind die freien Tage und die Tage, wo ich arbeiten muss. Aber wir bekommen auch eine Monatsübersicht und wir bekommen auch eine Wochenübersicht, wo man dann noch genauer gucken kann, wann ich dann jetzt wirklich wie zu arbeiten habe. Wie früh, wie spät, wie lang, exakte Uhrzeit, Schichtnummer und so weiter. Und dann kann ich anhand der Schichtnummer auch gucken, was in dem Arbeitsauftrag nachher drinstehen wird. Wie gesagt, ich mache es nicht, ich lasse mich immer überraschen. Okay, mit dem Dienstbeginn, den gucke ich mir schon an, damit ich wenigstens weiß, wann ich aufzustehen habe. Ja. Zusammenfassend setzt sich also dieses Puzzle für euch so zusammen, dass der Lokführer einen Einsatzplan hat. Da steht drin, an welchen Tagen er um wie viel Uhr zu arbeiten hat. Da steht die Schichtnummer drin und die Schichtnummer, die findet sich auf dem Arbeitsauftrag wieder. Jede Schichtnummer ist ein bestimmter Arbeitsauftrag und da stehen wiederum ganz explizite, minutiöse Anweisungen drin, was ich an diesem Tag alles machen muss. Mit Fußwegen, mit technischen Sachen, abrüsten, aufrüsten, tanken und so weiter, mit Zugfahrten, mit Rangierfahrten und so weiter, ist alles aufgeschlüsselt und steht hier schriftlich drin. Kann ich mir immer angucken, kann ich mir auch im Voraus schon angucken, wenn ich wissen will, was ich morgen alles zu machen habe, damit da nichts offen bleibt. So, wer macht das alles? Die Erstellung macht das. Schichtbüro irgendwas und der Einteiler, der teilt dann ein und der Teamleiter und der Betrieb, der sorgt dafür, dass man dementsprechend auf den Strecken auch die Baureihen bekommt. So, das soll jetzt erstmal gewesen sein, ganz grob, wenn ich jetzt noch Fragen aufgeworfen habe oder offen gelassen habe, und dann schreibt mir die einfach in die Kommentare. Okay, tschüss.